vergisst nichts. Alles ist durchsuchbar, alles ist aufbewahrt. Und ein Arbeitgeber muss ja denjenigen nicht einstellen, wenn er merkt, der hat jetzt irgendwie komische Dinge gemacht. Es kann so weit gehen, bis hin zu Politikerwahl, Präsidentenwahl, Kanzlerwahl. Warum soll man einen nehmen, der in seiner Jugend unangenehm aufgefallen ist und wo man dann denkt, dann ist der vielleicht nicht mit der nötigen sittlichen Reife ausgestattet. Alle diese Bilder bleiben öffentlich. Für immer. Und noch eine Sister, allerdings eine ganz große Schwester. Es gibt keine sensibleren Daten als die Krankendaten. Deshalb ist die elektronische Gesundheitskarte seit Jahren umstritten. Hier in Walldorf, neben dem großen Bruder SAP, tüfteln IT-Experten der Firma ICW an einem möglichen zukünftigen Modell. Sie wollen der elektronischen Gesundheitskarte einen digitalen Krankenordner zufügen, lesbar über einen kleinen Chip. Aber lesbar nur vom Patienten und von Ärzten oder Apothekern ihrer Wahl. Die Karte mit der richtigen PIN soll Einblick in die persönliche Krankenakte geben, die bisher verschlossen beim Arzt in der Registratur lagert. Hallo Frau Aschke, grüß Sie. Was kann ich für Sie tun, bitte? Dies ist ein Feldversuch in Walldorf. Dr. Günther Willinger bekommt von seiner Patientin ihre persönliche Gesundheitskarte. Mit ihrer PIN kann er ihre elektronische Krankenakte öffnen, die bei der Firma ICW lagert. Die Patientin gewährt ihm einen Einblick in die Krankendaten, die sie ihm zeigen will. Das ist noch transparenter, als es die einfache Gesundheitskarte will. Interessant wird es dann, wenn der Patient mir ermöglichen will, bestimmte valide Daten von einem anderen Kollegen oder von einem Krankenhaus zugänglich zu machen. Und da muss ich aber allerdings auch wissen, wer hat die eingestellt? Hat es ein Profi gemacht, also ein Krankenhaus oder ein Kollege? Hat es der Patient gemacht? Hat der Patient eventuell seine Daten letztlich auch geändert oder gelöscht? Das ist alles in der elektronischen Gesundheitskarte nachvollziehbar. Das heißt, wenn der Patient will und mich mit Informationen füttert, dann kann er das jetzt hier auf digitale Art machen und ich kann zugreifen. Wir können dann zum Beispiel Doppeluntersuchungen, die nicht nötig sind, vermeiden. Wir können auch Doppelmedikation vermeiden. Viele Vorteile für den mündigen Patienten. Er hat immer und zu jeder Zeit Zugriff auf seine eigene Krankenakte. Viele Ärzte aber warnen vor einer gläsernen Zukunft. Wenn Daten letztlich bei irgendeiner Krankenkasse oder bei einer Arbeitgeberorganisation beispielsweise gehostet werden, dann wird natürlich der Patient transparent. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen also nicht jetzt Beihilfe dazu leisten, dass Risikoselektionierung von Krankenkassenseite gemacht werden kann. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich auch gläsern. Ja, das ist schon ein Problem. Auch der Apotheker kann, auf Wunsch des Patienten, auf eventuelle Wechselwirkungen achten. Am 27. September 2005 hat das Bundesministerium für Gesundheit den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte angekündigt. Am 1. Januar 2007 starteten erste Versuche in verschiedenen Testregionen. Die geplante Einführung bleibt umstritten. Gesundheitsdaten sind sensible Daten. Trotzdem bat die AOK Hessen 2005 Ärzte, Daten von Patienten an die GHP Document Services in Bamberg weiterzuleiten. Diese sendete die Daten nach Vietnam zur GHP Far East. Ein Skandal für die hessischen Datenschützer. In dem konkreten Fall war der Zugriffsmöglichkeit eigentlich Tür und Tor geöffnet. Man muss das klar sehen, die Daten sind unverschlüsselt über offene Netze übertragen worden, sowohl von hier nach Vietnam als auch zurück. Es gab bei dem Unternehmen, das diese Daten entgegengenommen hat, keine Firewall. Das heißt also auch Angriffsmöglichkeiten wären ohne weiteres möglich gewesen. Und bei einer unverschlüsselten Übertragung ist natürlich die Gefahr auch immer da, dass nicht Berechtigte von außen darauf zugreifen können. Und das war, denke ich, gerade weil wir sagen, das waren sehr sensible Daten, äußerst gravierend. Die Unterlagen sind im Archiv der hessischen Datenschützer. Der damals verantwortliche Geschäftsführer hat ein gegen ihn erlassenes Bußgeld akzeptiert.
Trotzdem lassen Unternehmen weiterhin ohne Furcht die sensibelsten Daten ihrer Kunden im Ausland bearbeiten. Deutsche Datenschützer sind dort machtlos. Wir haben das Problem, dass wir im Ausland manchmal nicht wissen, wie ist das Datenschutzniveau, und werden die Daten dort genauso nach genau solchen Bestimmungen behandelt wie nach dem deutschen Recht. Das Zweite ist, dass ich gerade wie in einem solchen Fall, wo Datenverarbeitung im Auftrag betrieben wird, im Inland natürlich viel besser kontrollieren kann, sowohl als Auftraggeber als auch als Datenschutzkontrollbehörde. Die Referenzkunden der GHP Group lesen sich wie ein Who is Who der feinsten Adressen der europäischen Unternehmen. Und zu unserer Überraschung finden wir einen uns wohlbekannten Datensammler. Payback. Wir erinnern uns an die Beteuerungen des Pressesprechers. Kundendaten, persönliche Daten sind immer sehr sensible Geschichten. Und ich glaube, als Unternehmen muss man entsprechend auch sehr sensibel mit diesen Daten umgehen. Wie sicher im fernen Vietnam Payback und all die anderen deutschen Unternehmen den Zugriff auf ihre Kundendaten schützen, das wollen wir wissen. Sicher ist, deutsche Datenschutzgesetze gelten nicht im fernen Osten. Deshalb suche ich nun im Internet nach Saigon-Flügen. Der amerikanische Internetgigant Google hilft mir dabei. Ich klicke mich bei Google ein, ohne zu wissen, wo in der Welt dieser Klick registriert wird. Sicher ist, er wird registriert und mindestens 18 Monate gespeichert. Google speichert jede Suchanfrage, alleine in Deutschland von 28 Millionen Nutzern wöchentlich. Google hortet alles: Informationswünsche, Adressen, Computerzugänge, Gewohnheiten. Alleine dieses geballte Wissen über die Menschen von heute ließ das Unternehmen zu einem Börsenwert von über 100 Milliarden Euro wachsen. Der Wert besteht nur aus gesammelten Daten. Daten, die weltweit für Werbezwecke eingesetzt werden. Auch meine Anfrage ist gespeichert. Wo, weiß ich nicht. Dafür weiß Google schon von meinen Reiseplänen. Meine Frau noch nicht. Am 4. Februar 2007 fordert der Generalsekretär der Internationalen Fernmeldeunion ein weltweites Datenschutzgesetz. Internetsicherheit ist ein globales Problem und erfordert globale Lösungen. Nach meinem Besuch auf der CeBIT rufe ich am Abend um 19 Uhr in meinem Hotel meine E-Mails ab. Gespeichert bei meinem Provider sind auch die Inhalte meiner Nachrichten. Diese Daten hat mein Provider in Karlsruhe. Wo sie gespeichert sind, zeigt er mir problemlos. Unspektakuläre Bilder, Räume mit gigantischen Rechnern. Und die Antwort, wie die Polizei auf diese Daten zugreift. Dann gibt es bei uns spezielle Mitarbeiter, die sind auch den Ermittlungsbehörden bekannt. Die können dann in unserem System eine sogenannte Überwachungsmaßnahme einleiten. Das heißt, wir müssen beispielsweise das Postfach eines unserer Kunden, E-Mail-Postfach eines unserer Kunden überwachen. Und dann werden diese Daten auf einen speziellen Server hier in diesem Raum übermittelt. In diesem Server werden die erstmal zwischengespeichert. Die werden verschlüsselt und gehen dann durch dieses schöne gelbe Kabel hier aus dem Rechenzentrum raus in die Weiten des Internets, kommen dann beispielsweise bei einem Landeskriminalamt wieder raus. Dort gibt es genauso eine Box und dieses Landeskriminalamt zum Beispiel kann die Daten dann wieder entschlüsseln und die E-Mails lesen, um die es ihnen eigentlich geht. In meinem Hotelzimmer bearbeite ich unser Drehbuch. Natürlich auf einem elektronischen Laptop. Was ich darauf tippe, kann ebenfalls mit Gerichtsbeschluss von der Polizei gelesen werden. Heimlich und ohne Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Eine Richtantenne hat meine elektronischen Impulse des PCs im Visier. Unbemerkt empfängt die Antenne alle Frequenzen in meinem Zimmer. Gerhard Friedrichs, Techniker einer privaten Sicherheitsfirma, zeigt uns, wie problemlos und unbemerkt fast jeder Rechner abgehört werden kann. Was Friedrichs uns demonstriert, kennt jeder Kriminalist und Geheimdienstler. In kurzer Zeit kann er deutlich lesen, was ich auf meinem Computer treibe, ohne dass ich den geringsten Verdacht schöpfe.
Genauso für den Benutzer unbemerkt will die Polizei mit dem Bundestrojaner computerverdächtiger Personen abhören. Die Mitglieder des Computer Chaos Club weisen seit Jahren auf die Gefahren hin, dass kein Computer sicher ist. Jetzt verraten sie uns, wie leicht die Polizei Trojaner platziert. Na gut, so ein Trojaner müsste erstmal geschrieben werden, weil die Antivirenhersteller dann natürlich so einen kleinen Wettlauf mit den Trojaner-Entwicklern machen. Also sie könnten jetzt nicht irgendeinen aus dem Netz nehmen, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern man müsste einen neuen schreiben, der den ganzen Antivirenherstellern noch nicht bekannt ist. Den würde ich dann als Anhang in einer Mail anhängen und mit einem möglichst interessanten Betreff umschmücken, dass man halt auch wirklich dann da draufklickt. Private Mails mit Bildern aus dem Urlaub. Wer guckt da nicht schnell mal rein? Ja, man muss es dann so gestalten, dass es interessant ist.